Herzlich willkommen zu einer Rennanalyse. Ja, heute geht's noch wieder nach dem ersten Rennen, wo ich das damals in Australien gemacht habe, die zweite Rennanalyse in diesem Jahr, nach dem vierten Rennen. Heute ist auch der Leo mit dabei. Hallo, ja, endlich mal. Endlich mal. Ist auch deine erste Rennanalyse dieses Jahr. Ach du Scheiße. Ich hoffe, du bist nicht nervös. Nein, eigentlich nicht, nein. Okay, gut. Ja, wir machen es natürlich so wie gewohnt. Erstmal den Rennverlauf im Groben und Ganzen. Dann kommen wir zum Rennergebnis natürlich. WM-Stand. Und dann sind wir eigentlich weitestgehend durch. Falls halt die Frage kommt, Tippspiel. Tippspiel gibt es in einem extra Video nochmal. Wo wir noch mal das von dem zweiten Rennen der Saison müssen wir auch noch auswerten. Die Tippspiele. Und dann machen wir es lieber in einem extra Video. Und dann passt das schon. Genau, und wer jetzt dabei ist bei den F1 Talkers noch zusätzlich zu uns beiden, diese werden wir anschreiben und die kriegen halt eine PN von uns und ja, und dann sind sie dabei und dann werden wir mit ihnen ein bisschen in Kontakt treten und Skype und so weiter austauschen und so weiter und so fort. Also wir treten mit euch dann in Kontakt. Für die, die nicht dabei sind, seid nicht traurig, nicht schlimm. Also die dran sind, die haben von mir jetzt schon eine persönliche Nachricht erhalten. Oder nach dem Video. Also spätestens morgen habt ihr eine persönliche Nachricht. Ja, das wollte ich nur kurz dazu anmerken. Und für die restlichen trotzdem danke und für die Bewerbungen. Waren auf jeden Fall gut auch sonst noch dabei, aber wir mussten uns halt für zwei entscheiden. So, und jetzt beginnen wir mit der Rennanalyse. Ja, hast du sehr schön gesagt. Natürlich sind sie dabei, wenn sie uns den Scheck von 1.000 € überwiesen haben. Ich hoffe, das hast du auch noch erwähnt. Genau, ja, die müssen uns natürlich noch die 1.000 € Mitgift bezahlen, ne? Mitgliedsgebühr. Ja, genau. Haben wir auch beide bezahlt, kommt dann so eine Kasse und am Ende des Jahres wird es dann für die Ärmsten in diesem Kanal ausgeschüttet und das bin natürlich wieder ich. Nein, wir wollen natürlich wieder seriös zurückkehren zum Rennen. Und Gut, ich denke, ja. Ali beginnt mit dem Start, wa? Ja, der Start an sich war recht für Sebastian Vettel, sag ich mal, doch recht gut. Er konnte sich den ersten Platz behalten und ja, ist vor Lewis Hamilton und Mark Webber in die erste Kurve gegangen. Romain Grosjean ist da schon in diesem Moment auf Platz 4 schon vorgefahren. Vom Platz 8 Vom gestartet. Platz 8, ja. Fünfter war Fernando Alonso. Achter Nico Rosberg. Und Michael Schumacher, glaube ich, hat es gar nicht so weit wirklich nach vorne. Ich glaube, der war 18. oder so, glaube ich, nach der ersten Runde. So Ja, irgendwie als. so. Also es hat, Oder er hat. 16., sehe ich hier gerade, 16. war ungefähr. Also er hat nicht so gut überholen können. Irgendwie da beim Start. Na War auch gut, irgendwie ein sechs Problem. Plätze in der ersten Runde gut zu machen, ist auch schon wieder eine Leistung. Ja, geht, ne? Geht, ne? Also ich Geht. kann mich noch damals an so ein eines Rennen erinnern. Wann war es? War es Suzuka 1998, der davon ganz hinten starten musste und da ich in der ersten Runde schon 12. oder 11. war? Ja, auf jeden Fall hat er auch schon mal von 24, glaube ich, ein Rennen gewonnen. Ich glaube, es war sogar 2004 oder irgendwann. Das weiß ich auch noch. Aber egal, ne? Genau. Ja, der. Ja, was kann man sagen? Sebastian Vettel konnte sich bereinigen. Raikön hatte auch noch einen guten Start. Er kam auch, glaube ich, auf 7 vor oder so. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Das wollte ich auch noch mal kurz anmerken. Das ist auch vielleicht noch wichtig für den späteren Rennverlauf. Den späteren Verlauf, ja. Und Sebastian Vettel konnte sich gleich schon in den ersten Runden, kann man sagen, schon einen ordentlichen Vorsprung herausfahren. War also ziemlich sicher bereits schon nach einer Runde eigentlich fast aus DRS schon raus und konnte sukzessive diesen Abstand immer wieder vergrößern. Und das war. Doch, sag ich mal, beeindruckend, da das Qualifying ja, sag ich mal, im Grunde doch sehr, sehr eng war und auf einmal hatte Sebastian da fast eine Sekunde schneller fuhr als der Lewis Hamilton und ja, ich Ja, denke mal, also das kann man so kurz zu den ersten zwei, drei Runden sagen, auf jeden Fall. Sebastian Vettel war auf jeden Fall deutlich schneller. Und es sah aber auch nicht so aus, als wenn er irgendwie über das Auto überfahren würde oder so weiter, sondern er hat es einfach wirklich klasse gemacht, vorne weggefahren und hat eiskalt gemacht, während Romain Grosjean im Hintergrund da einige Kämpfe hatte und auch Kimi Räikkönen und die haben sich halt beide durchs Feld durchgearbeitet. Romain Grosjean war, glaube ich, dann irgendwann schon bald vor den ersten Stop schon auf Platz 3 nach vorne gerückt. Glaube ich, weiß es aber auch nicht mehr genau. Der Romain Grosjean ist bereits in Runde 4 an dem Mark Webber vorbeigegangen. Und Genau. der Kimi ist in Runde 5 an dem Felipe Massa vorbeigegangen. Also, ich glaube, der Felipe Massa hatte erst den Kimi Räikkönen überholt, weil der irgendwie in dem Moment schneller war. Und dann der Kimi Räikkönen hat dann wieder gekontert und hat sich dann eben halt dadurch wieder seinen siebten Platz zurückgeholt. Wobei man sagen muss, Massa hat insgesamt eigentlich ganz guten Eindruck gemacht in dem Rennen. Ja, Mal so vorwegnehmen. also Massa muss man auf jeden Fall loben für dieses. Also ich persönlich würde ihn schon loben für dieses Rennen, weil er gar nicht so schlecht war im Gegensatz zu Fernando Alonso.
Genau, er ist eigentlich fast dann irgendwann das gesamte Rennen, irgendwann als Alonso auch weiter nach hinten gefallen ist, ihm hinterhergefahren. Ja, und Ja so gut, weiter noch. hinterhergefahren ist er ihn immer, aber sagen wir es so, er ist ihm hinterhergefahren, ohne wirklich viel Zeit zu verlieren. Genau. Und dann kamen, glaube ich, schon die ersten Stops. Ich Na, glaube, in Runde 7, muss man so ach sagen, ja. ist Romain Grosjean bereits an Lewis Hamilton vorbeigegangen und war auf Platz 2. Ach so, okay. Und dann kamen die ersten Boxenstops. Und man wunderte sich schon über den Speed von Lotus. Und dann wechselten alle die Reifen. Viele wechselten auf hart. Ich glaube, die einzigen, die auf weich wechselten, waren Kimi Räikkönen. Und Der Nico wechselte, glaube ich. Rosberg. Und Nico Rosberg wechselte, glaube ich, auf weich. Und ich glaube, einer der beiden McLarens. Nee, ich glaube, die sind beide auf hart gegangen, wenn ich mich Also, recht. die Reifen haben wirklich sauschnell abgebaut und deswegen auch sofort auf hart gegangen, um auch eine Dreistopp-Strategie zu schaffen. Und sagen wir es mal so, Lewis Hamilton war, sag ich mal, der Einzige, der sagen konnte an diesem Wochenende, meine Boxencrew kann nicht arbeiten, glaube ich. Genau, weil sie zwei, also vorne an seinem Reifen zweimal ein Hinten. Problem hatten. Hinten Hinten. links zweimal. Genau, das könnte vielleicht irgendwie ein technisches Problem sein mit der Aufhängung oder so weiter. Oder Naja, na, es sah so aus, als wenn der Schlagschrauber irgendwie nicht so wirklich funktioniert hat beim ersten Mal immer. auf Und jeden man da Fall ist irgendwie er. nochmal neu einsetzen musste. Auf jeden Fall ist er dann hinter Rosberg zurückgefallen. Ja, und dann gab es ein Duell mit Rosberg. Hamilton gegen Rosberg. Und da ja, gab es eine ziemlich heftige Verteidigungsansage von Rosberg, der ihn einfach mal neben die Strecke drückte. Und warte mal. Ja, gut, da mache ich jetzt einfach mal weiter. Leon erzählt gerade irgendwie ein bisschen. Ja, dann kam eben halt die Aktion mit dem Nico Rosberg und Lewis Hamilton, wie Leon gerade schon angekündigt hatte. Rosberg darf natürlich einmal seine Linie verteidigen, hat er auch ganz klar gemacht. Er ist, sagen wir mal, recht hart nach rechts rübergezogen. Und ja, da war der Lewis Hamilton aber auch der Meinung, dass er dort rechts überholen würde. Und ja, dann war der Lewis Hamilton mit dem gesamten Wagen neben der Strecke und hat den Nico Rosberg außerhalb der Strecke überholt. Ja, da wurde schon so leicht, ich sage jetzt mal, gemunkelt, ob es da nicht eventuell eine Strafe geben könnte für den guten Lewis, weil man eigentlich abseits der Strecke nicht überholen darf. Ja, aber. Zumindest also laut Kurven und so weiß ich auf jeden Fall, dass man da ja immer mit mindestens zwei Rädern, glaube ich, auf der Strecke sein muss. Allerdings muss man dazu sagen, wo soll Luis in dem Moment hin? Von daher gab es auch nachträglich keine Strafe. Es wurde zwar untersucht und auch nach dem Rennen verschoben, aber ja, also die hat bei Sky Air vermutet, dass Rosberg Strafe kriegt, dafür, dass er da so kompromisslos, sag ich mal, rübergezogen ist. Also war schon Gut, der hart, Lewis wieder. hätte natürlich ganz clever gemacht, einfach auf seiner Spur bleiben sollen. Hat vielleicht auch mehr gebracht. War auf jeden Fall brenzliche Situation, besonders weil da auch rechts so eine Barriere war, die nach vorne gegangen ist, wegen eines Sicherheitsausgangs. Und da sind sie nur wirklich knapp dran vorbeigefahren und ich will mir gar nicht ausmalen, was passiert, wenn da beide auf einem oder wenn da der eine reincrasht. Ich will es mir nicht ausmalen. Das Na, ich glaube, es wäre so wie Kubica Kubica. 2.7. Genau, das war ungefähr dasselbe Schema. Da ist er auch volle Kanne in so einen Ausgang, in eine solche Ausgangsmauer da reingefahren. Ja gut, also es war auf jeden Fall brenzlig, die Situation. Na gut, dann war Hamilton wieder durch. Da war, glaube ich, müsste Fünfter gewesen sein zu dem Zeitpunkt. Glaube ich, oder Sechster, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, Kimi Räikkönen war nach dem Boxenstopp sehr weit nach vorne gekommen und hatte ja die weichen Reifen und konnte Runde für Runde immer besser fahren, hatte auch dann ziemlich schnell ziemlich viele überholt. Ich weiß gar nicht, Mark Webber hatte überholt und Button, glaube ich, auch noch und so weiter. Und der Lotus war wirklich schnell, während vorne Vettel aber trotzdem auf Grosjean doch immer mal wieder so 2/3 Zehntel pro Runde gut gemacht hat. Ja, und irgendwann war dann halt Kimi Räikkönen an Roman Grosjean dran. Und ja, dann haben sie es vielleicht ein bisschen dumm gemacht, da der Räikkönen erstmal hinter dem Grosjean hergefahren ist. Und Grosjean ihn nicht wirklich vorbeigelassen hat, nicht wirklich das Teamplay, obwohl der Räikkönen doch deutlich schneller war, wie man sehen konnte. Also Räikkönen hatte eine Sekunde knapp schneller als Grosjean, konnte er fahren. Wahrscheinlich auch durch die weichen Reifen. Und ja gut, dann hat er ihn irgendwann überholt. Und dann konnte natürlich Räikkönen richtig attackieren, was er natürlich auch gemacht hat und war dann, ich glaube, relativ schnell sogar an Vettel dran. Oder war das erst nach den Stops? Ich weiß es gar nicht. Also der Kimi hat direkt zwei Runden, glaube ich, vor dem Boxenstopp, oder eine Runde vor dem Boxenstopp den Romain Grosjean überholt und ja, ab Runde 24, Runde 2 und nee, Runde 23, 24 und so haben die Boxenstopps angefangen, die zweite Reihe Boxenstopps. Ist natürlich klar. Und auch dort ging bereits wieder bei Lewis Hamilton etwas schief. Ich glaube, es war zumindest, dass es beim zweiten Boxenstopp wieder war. Ja, genau. Also Genau. erst und zweite war es.
Und da hat er nochmal Und Position verloren. Und genau. dann hat der Kimi Räikkönen, glaube ich, aufgeholt. Dann die Phase war das, ne? Genau, Nach dann hat er so aufgeholt. Wie so ein auf Vettel. Irrer, sage ich jetzt einfach mal. Der Iceman ist cool geblieben in der Wüste. Was auch immer er getrunken hat, wir haben philosophiert. Und dann war er irgendwann dran, aber er hatte nicht wirklich die Chancen, also er hatte keine wirklich großen Chancen, obwohl man nochmal sagen muss, hinten gab es wieder ein Manöver von Rosberg, ich glaube, das war auch in der Phase, wo Alonso an Rosberg vorbeigehen wollte, hat Rosberg einmal wieder dasselbe gemacht und Alonso hatte wieder genau dasselbe Problem, nur dass Alonso nicht so eiskalt auf dem Gas geblieben ist wie Hamilton. Also da war dann nicht ganz so eiskalt. Und jetzt darf Wally gerne mal auch mal nochmal sagen mit der Hamilton, mit der Kimi Räikkönen und Vettel-Szene. Ja, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, in welcher Runde war denn das? Das war ja, glaube ich, wieder kurz vor den Boxenstopps auf jeden Fall. Da war der gute Kimi Räikkönen diesmal richtig nah dran, denn Sebastian Vettel, der hat wirklich auf der Gerade noch die Hälfte seines Cash eingesetzt und, sag ich mal, hat es fast ein bisschen geschafft. Sebastian Vettel hat es aber ein bisschen clever gemacht. Er hat einen ganz leichten Schlenker nach rechts gemacht, um die Tür etwas zuzumachen. Damit hat, glaube ich, der Kimi nicht so wirklich gerechnet in dem Moment, dass er noch dieses kleine Blockieren von Vettel kam. Und ja, hat sich dann, glaube ich, war, glaube ich, die klügere Entscheidung danach zu geben. Und ja, das war, Auch mit glaube RS muss man dazu sagen, ja, also also natürlich mit DRS und. Das war eigentlich aber auch die einzigste Szene von Kimi Räikkönen, wo er wirklich eine Chance hatte gegen Sebastian Vettel. Der Sebastian Vettel konnte sich immer recht gut im mittleren Sektor wieder den Vorsprung rausholen. ja, da war er dann deutlich schneller. Ja. Aber dann waren ja auch schon bald die Boxenstopps. Genau, und kurz danach waren die Boxenstopps. Und da waren sie beide gleichzeitig drin, beide hintereinander. Und es war spannend. Aber die Red Bull-Mechaniker waren doch einen Tick schneller. Sah mir auch direkt einen Tick schneller aus, weil Kimi Räikkönen gerade reingefahren war. Da war Vettel schon wieder abgefertigt. Da liegt zwar noch ein bisschen ein kleines Stück zwischen den Boxengassen, aber da war Vettel dann doch deutlich fast schon, kann man sagen. Ich glaube, fast über eine Sekunde war er schon vor Räikkönen. Also die Lotus-Leute hatten, glaube ich, 4,9 Sekunden gebraucht. Also die hatten da wohl irgendwo auch ein kleines Problem, hatte ich das Gefühl, weil die Vettel-Leute 3,9 Sekunden oder so. Also war schon nicht ganz ohne. Aber danach, ja, wurde es relativ entzogen, weil Vettel sich schnell 3 Sekunden rausholte auf Kimi. Und danach war es eigentlich nur noch ein Hinterherfahren von Kimi und er hatte keine Chance mehr, den Vettel zu überholen. Grosjean fuhr halt hinter den beiden her. Grosjean war, glaube ich, zu der Zeit am Ende noch der schnellste mit. Ja, schnellste Runde ging allerdings an den Sebastian Vettel, Ja. glaube ich, oder? Das Ich weiß es auch nicht mehr muss genau. ich gleich mal gucken. Also der Button ist auf jeden Fall nochmal in die Box gefahren, wegen einem Reifenschaden hat sich nochmal frische Reifen geholt. Ich weiß nicht, ob er es noch geschafft hat, noch eine Bestzeit hinzulegen. Ich Genau, aber guck der mal Button ist kurz. dann ja, nee, der Button ist, glaube ich, eine Runde später nämlich direkt ausgefallen am Ende. Ja, ich gucke Der trotzdem mal hatte zur Sicherheit einmal. irgendwie wahrscheinlich Motorschaden. Also hier steht Aufgaben mit technischen Problemen. Ich tippe auf Motorschaden, weil der Motor sich ziemlich komisch angehört hat. Also Vettel war der schnellste Mann. Und was man noch dazu sagen muss, Nico Rosberg hat am Ende so ein kleines bisschen zu kämpfen, auch schon gegen den Fernando Alonso, glaube ich, war das. War das gegen den Fernando Alonso? Ich glaube ja. Oder was gegen ihn? Ich Ja. denke eher die Rester gegen Alonso. Der Nico Rosberg hatte doch ein Problem mit dem Auspuff. Der war doch gebrochen. Ach ja, genau. Und deswegen, er war ja vorbei an DeResta, konnte sich dann allerdings nicht ganz absetzen von DeResta und dann, glaube ich, kam ja, glaube ich, der DeResta in die Box. Ich weiß gar nicht, kann man nochmal in die Box? Ja, eigentlich nicht, weil der Rester ist Ach auf nee, ach nee, der kann man 6. direkt hinter Rosberg. Also auf jeden Fall, der Nico Rosberg hat ja einen defekten Auspuff, einen gebrochenen Auspuff, hat allerdings nicht wirklich an Leistung verloren dadurch. Nicht viel auf jeden Fall. Und er konnte zum Glück den Abstand auf den Paul de Resta ein bisschen halten, nachdem er ihn ja überholt hatte. In einem doch recht, recht Harakiri-Manöver, möchte man mal fast sagen. Also recht spät aus dem Windschatten rausgegangen und mit vielleicht wahrscheinlich einen kleinen Tick zu spät gebremst. Aber es ist ja halt gut gegangen. Und ja, dann ging es ins Ziel. Und möchtest du jetzt das Ergebnis sagen? Aber natürlich. Sebastian Vettel gewinnt sein erstes Rennen 2012. Kimi Räikkönen auf 2 und Romain Grosjean rundet das starke Lotus-Ergebnis, muss man einfach mal sagen, ab. Also, die waren das stärkste Team vielleicht am Wochenende. Marc Webber auf 4, der wird immer Vierter. Button hat es diesmal nicht auf 3 geschafft. Nico Rosberg auf 5 war damit sehr zufrieden. Ich meine, also er hat auch gesagt, 10
35 Punkte in einer Woche, findet er ganz gut. Paul Di Resta auf 6 durch die Boxenstrategie. Ich glaube, der hat nur zweimal gestoppt. Fernando Alonso auf 7, wieder mal ein bisschen nach vorne gekommen. Hamilton auf 8 durch die verpatzten Boxenstops. Massa auf 9, wie gesagt, schon sehr stark. Der ist gerade mal, ja, 7 Sekunden hinter Chef. Das ist schon für ihn eine starke Leistung. Michael Schumacher konnte sogar noch vom Platz 24 ein Punkt, nee, vom Platz 23 ein 22. Punkt abstauben. 22 sogar? Ein Punkt abstauben, da Button ausgefallen ist. Den hat er aber auch erst kurz vor Schluss. Hinterher meinte er ein bisschen ironisch, ja, wenigstens das erste Trockenrennen, was ich in dieser Saison beendet habe. Das entstimmte der Wahrheit und hat sich dann wirklich über die Reifen danach noch beschwert und meinte, ja, Reifen, du kannst nur mit 60% das Rennen fahren, weil sonst fliegen dir die Reifen um die Ohren, und war wirklich ein bisschen pissig fast von den Reifen und dass er halt seinen Rennspeed nicht gehen kann. Kann ich eventuell verstehen, weil Facebook, weil du willst ja nicht unbedingt als Rennfahrer, willst du immer 100% fahren und nicht irgendwie 60% und langsam fahren und Reifen schonen und so weiter. Weiß auch nicht, also wenn das nur bei ihm war, aber es haben sich wirklich viele Fahrer auch über die Reifen beschwert, dass sie sie nicht verstehen und so, und ja, muss man mal gucken, wie, Alter, hat die Langeweile, wie es jetzt weitergeht, ob die Reifen vielleicht auch irgendwann mal ein bisschen härter gemacht werden. Alter! Naja. Alter, was geht denn hier ab? Alter. Kann ich hier irgendwie raus? Ja, hast du es jetzt, Leon? Jetzt auf 11, Sergio Perez, auch stark, leider keinen Punkt geholt. Ich glaube, der hat auch zweimal nur gestoppt, der Perez. Hülkenberg auf 12, Kamui Kobayashi auf 13, Jan-Erik Vergnet auf 14, Daniel Ricciardo auf 15, der aus Platz 6 nicht mehr machen konnte. Mach mal hier dein Facebook zu, das nervt. Der von Platz 6 nicht das rausholen konnte, was man vielleicht erhofft hatte. Vitali Petrov auf Platz 16, Heikki Kovalainen auf 17. Ja gut, Button wird hier auf 18 geführt, hat auch in Runde 55, hat da aufgegeben, aber hat halt besser abgeschnitten als Timo Glock auf 19 und Pedro de la Rosa auf 20, 21 nach Renka de Keyan und 22 der Bruno Senna, der allerdings auch noch in der 54. aufgegeben hat, wegen Bremspedalvibrationen. Pastor Maldonado ist ausgefallen wegen einem Problem hinten links, da weiß ich gar nicht, was so genau war. Das war Bruno Senna hatte Reifenschaden, wo er sich gedreht hatte. Achso, das war der sich gedreht hat. Ich dachte, Bruno Senna hat sich gedreht. Charles Pick, habe ich gar nicht mitgekriegt, dass er irgendwann mal raus war. Auf jeden Fall steht hier pneumatischer Ventiltrieb. Was auch immer das sein soll. Und gar nicht angetreten. Naja gut, das ist ein Testfahrer, der am Freitag gefahren ist. Das war's eigentlich soweit, ne? Und na, der WM-Stand noch. Genau, da war jetzt drauf angewiesen. Genau, WM-Stand, viertes Rennen und vierter WM-Führender. So sieht es mal ganz interessant aus. Jetzt ist Sebastian Vettel wie auf Platz 1 mit 53 Punkten, vor Lewis Hamilton mit 49. Auf Platz 3 der ewige Vierte, Mark Webber mit 48, Button nur noch auf 4 mit 43. Wenn man halt 2-0 Punkte Ergebnisse holt. Ja, Fernando Alonso auch nur noch auf Platz 5 jetzt mit 43 Punkten. Nico Rosberg auf 6 mit 35, Raikön auf 7 mit 34, Grosjean mit 23 Punkten, 8, der Perez 9, der mit 22 Punkten, ja, seid mal leiser, läuft es dann nicht mehr wirklich bei Sergio Perez. Paul Di Resta 10. mit 15 Punkten, Senna 14, Kobayashi 12. mit 9, Vergnet mit 4 Punkten, Maldonado auch mit 4 Punkten, Daniel Ricciardo 15. mit 2 Punkten, Nico Hülkenberg 16. mit 2 Punkten, Massa 17. mit 2 Punkten, Michael Schumacher nur Platz 18 mit 2 Punkten. Stark. Und jetzt kommen die Fahrer, die alle noch keine Punkte haben, Glock, Pick, Petrov, Kovalainen, De La Rosa und Kartikeyan. Und in der Teamwertung sieht es wie folgt aus, das Red Bull-Team führt mit 101 Punkten, vor McLaren mit 92, Lotus 57, Ferrari 45, Mercedes-Benz, ich wollte schon McLaren, Mercedes sagen, 37, Sauber auf Platz 6 mit 31, Williams 18, Force India 17, 6. ist Toro Rosso und jetzt wieder die Teams. Nee, 6. ist nicht Toro Rosso, Toro Rosso, 9. mit 6 Punkten. Ja, Entschuldigung. Marussia Virgin und KTM und HRT sind die einzigen Teams, die noch alle keine Punkte geholt haben. Allerdings war das auch so ein bisschen zu erwarten. Die brauchen wohl ein Regenrennen mit ganz viel Durcheinander, um wahrscheinlich vorne mal ein Pünktchen oder sowas abzustauben.
Ich glaube nicht, dass die immer eins sind. Also, Virgin hat ja nie einen Punkt geholt. Also, die haben, ich glaube, die drei Teams da hinten, ich weiß nicht, das ist irgendwie ein bisschen schade fast, dass die nicht mal einen Punkt holen können, aber naja, man weiß ja nicht, was in der Saison noch passiert. Demnächst, schon mal ein kleiner Vorausblick, geht's nach Spanien. Ich und Wally mögen die Strecke jetzt nicht so gerne zu fahren. Wir haben da eher so unsere Schwierigkeiten. Naja, sagen wir mal so, irgendwie, die Strecke ist nicht wirklich was Besonderes. Naja gut, es ist eine Strecke, wo es wirklich alles gibt und ich glaube, auf der Strecke wird dann auch bestimmt, wie das Kräfteverhältnis erstmal vor die nächsten drei, vier Rennen, würde ich fast sagen, aussieht. Denn es gibt jetzt auch noch einen Test in Mugello oder so. Mugello. Mugello, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, der für die Teams da ist und sich nochmal weiterzuentwickeln. Ich denke, dann in Spanien werden wir eine aktuelle Bestandsaufnahme aller Teams haben und wissen, wer wo wie ist, ob Lotus vorne mit drin ist, ob Mercedes nicht doch vielleicht das beste Auto hat und ob Bahrain die Temperaturen so hoch waren und so weiter und so fort. Also Spanien wird auf jeden Fall richtungsweisend, würde ich sagen. Und danach geht es ja dann nach Monaco, Kanada, Europa. Das sind dann auch so, wenn, ja. Also, die sind alle ähnlich, weil Spanien hat dann wirklich alles langsame und schnelle Kurven und auch Geraden. Also, da wird dann wirklich Bestandsaufnahme gemacht. Genau. Gut, das denke ich mal war's, oder Wani? Außer Wani hat noch was. Ich habe gerade nichts mehr. Nein. Du hast nichts mehr. Nein. Okay, das heißt, Wani hat nichts mehr, ich habe nichts mehr. Das heißt, ich denke mal, das Video ist zu Ende, ne? Genau, das wird's Ende. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei dem Tippspiel. Vielleicht gibt es irgendwie zwischendurch mal News. Ich weiß es nicht. Und ja, vielleicht werde ich auch die nächsten Tage mal Videos von den neuen Leuten bei Formel 1 Soccer sehen. Und ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich einfach mal ciao, ciao und der Leon bestimmt auch. Tschüss!